Herr Bach, 2:0 gewonnen, Spitzenaspirationen verteidigt, was meinen Sie? Ja, es war der erwartet schwere Gegner mit tiefer Bonn. Wir haben gewusst, dass sie aggressiv spielen, dass sie attackieren werden. Es geht ja bei ihnen auch noch um die Relegationsplätze, glaube ich, wo sie noch reinrutschen könnten. Und von dem her hat die Mannschaft super gelöst, hat alles umgesetzt, was man von ihrer wollte und verdient 2:0 gewonnen. Was die Chancen angeht, sehe ich ein überdeutliches Plus zu Ihren Gunsten. Ja, das ist richtig. Also ich glaube, wir denken jetzt nicht eine richtige, hundertprozentige Chance von Tieferborn in dem Spiel. Und bei uns war es in der ersten Halbzeit extrem viele, wo wir eigentlich gleich fertig vergeben haben. Aber ja, ist richtig. Die Chancen die Seltenheit der Chancen bei Ihrem Gegner, ist es Ihrer guten Abwehrarbeit zu verdanken? Nicht nur eine gute Abwehrarbeit, sondern es fängt ja vorne im Sturm an. Und das Mittelfeld hat super gearbeitet und von dem her hat sich halt nicht viel für den Gegner ergeben. Möchten Sie heute einzelne Spieler hervorheben? Nö, es liegt mir eigentlich fern, weil bei uns immer die Mannschaft der Sieger ist und nicht einzelne Spieler. Ihre nächste Aufgabe wartet auf Sie gegen die Mannschaft Neuhausen-Hamburg. Wie gehen Sie in diese Aufgabe rein? Ähnlich wie heute. Es wird jetzt jedes Spiel ein Endspiel werden. Das haben wir mal gewusst, weil es 4 Mannschaften sind, die nach vorne eingreifen können. Und man darf sich halt absolut keinen Ausrutscher mehr erlauben, um wirklich dann das Ziel, die Meisterschaft oder der Relegationsplatz zu erreichen. Das Ziel, die Meisterschaft oder Relegationsplatz, das ist die Zielvorgabe. Und was möchten Sie für den Endspurt, für die letzten Spieltage vorlegen? Am liebsten nur Siege natürlich, dass es auch wirklich reicht. Und die Mannschaft hat das Potenzial. Wenn wir unsere Spiele alle gewinnen, sind wir auf jeden Fall sicher auf dem Relegationsplatz, da die GU noch gegen Engelsbrand spielt. Und das muss das Ziel sein. Und die Möglichkeit haben wir auch, dass wir alle Spiele gewinnen werden.